Hallo Leute! Nus! Was? Hallo! Nus? Hallo! Ja! Nus? Was ist eine Nus? Mit L-U-S-E? Wo bin ich eigentlich bei dir gerade? In einem neuen Level drin. Ja, aber wo? In einem gelben Level. Ja, nein! Was mache ich gerade? Du springst über Gegner und stirbst. Achso, okay. So eine arge Verzögerung ist also doch nicht. 0 Sekunden Verzögerung meines Wissens. Wenn du dich gerade eben wieder vom Feuerbällen treffen lässt. Lass mich in Ruhe. Sie ist nur ein bisschen aggressiv, weil sie noch mal ein paar Mal in Tuhu besiegt habe. Ihr kennt das Ergebnis im Moment. Ich habe einmal in Tuhu besiegt, okay? 4-1. Ja. 4 Siege für mich, 1 für dich. Ich meine gerade eben. Da habe ich dich auch nur einmal besiegt. Ist zwar nicht in den Aufnahmen, aber... Werden wir noch sehen. Wieso? Tamatscha? Was? Ich werde dich irgendwann in Tuhu besiegen. Öfters, als ich dich bereits besiegt habe. Ich glaube, ich bin jetzt schon bei 8 oder 9 Mal im Plus, wenn ich alle jetzigen, noch nicht veröffentlichten Videos mitzähle. Du mich am Bauch lecken tun können. Du bist so eklig, ey. Du hast es gesagt, du wolltest es so. Okay, leck mich unten an der Mu. Komm her. Achtung, es schauen auch Kinder zu. Das ist mir doch egal, sollen sie halt abschalten. Mein Gott, die Kinder von heutzutage gehen schon mit... Fick dich, du Scheißvieh. Gehen schon mit 12 Jahren auf YouPorn, also bitte. Um zu gucken, wie groß deren ihr Schwanz ist und wie groß ihrer ist. Und dann rumzuhalten, warum ist meiner so klein, bin ich jetzt... Und schreiben dann in Dr. Sommer, bin ich jetzt nur unnormal, wenn mein Schwanz nicht so groß ist wie der von anderen Männern, die über 18 sind. Das Schlimmste ist, das stimmt auch noch. Ja, das meine ich ja damit. Deswegen ist das hier ja richtig Firlefanz. Armlos. Ja, und dann regen sich Leute dann auch noch drüber auf. Das ist so witzig, ey. Oder irgendwann hat mal... Ein Kumpel von mir hat mal eine PM von einem Typ gekriegt. Ja, warum er so in seinen Videos rumfluche, sein Kind würde seine Videos angucken, sein Kind wäre es 10 und das wäre ja von seinem Kind das Account. Ich dann so... Ach, das habe ich schon gehört. Ja, trotzdem erzählen. Ich dann so, schreib mal zurück, dass man sich jetzt ab 11 oder 12 auf YouTube anmelden darf. Einmal das. Und ganz nebenbei hat er noch wegen rechtlich geguckt, dass er im Grunde im Recht sei selbst. Ja. Das heißt, der Vater hatte nicht das Recht und er hätte den Vater sogar noch verkacken können. Wie er seinen Sohn, wie ich nochmal durchgucken durfte, obwohl er noch nicht alt genug war. Ja. Mit seinem Account. Man sollte mal nachdenken, bevor man etwas macht. Mhm. Nur 10% aller Leute können denken. Und von diesen 10% können nur 10% den richtigen Teil ihres Gehirns benutzen. Ich habe ein Gehirn. Ja, das wissen manche noch nicht einmal. Cool. Mein Hals tut mir leid. Ich habe so eine Ahnung, wie das Level jetzt läuft. Wie denn? Warum? Sowas wie im Schloss nur in der oben. Hä? Ich verstehe das Level nicht. Ich find's lustig. Geh mal in die Röhre rein. Oh nein! Das ist wie bei Mario Bros. Und jetzt geh in die Röhre nach oben. Das ist wie bei Mario Bros, oder? Ich kann da nicht rein. Gut, dann versuch mal in die Schlucht runterzuspringen. Nee, das geht nicht. Siehst du? Ja, aber damit mache ich alle Schluchten mal ausprobieren. Das ist wie bei Mario Bros, habe ich recht? Und wann? Welchen meinst du? Beim allerersten Teil. Ich habe nie alle Level beim ersten Teil gespielt. Das letzte Schloss. Okay, in dem war ich auch nie drin. Da kann man auch nur, kommt auch nur durchrühren zu Bowser. Kann ich die Viecher eigentlich killen? Nö. Wie komme ich denn über die rüber? Gar nicht, ja. Was hast du da runter? Ich will da nicht runter. Doch, ich will da runter. Ich bin das Gott, ich wusste es. Das ist witzig, du bist nicht Gott, du bist Tamatscha. Wie war der Satz? Ich bin Gott, ich muss nicht kacken, ich bin stubenrein. Oh
mein Gärtner. Das ist ein netter Satz. Nein! No, so! Peace, bitch! Wo musst du ihn ansetzen? Ich weiß wo. Guck! Bum, 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 bum. Da hat sich wer was Nettes überlegt. Trinken tun. Auf dieses kurze Film könntest du auch was singen. Gott, warte. Ich muss so kurz was trinken, weil Hals tut langsam mal weh. Von den vielen Aufnahmen heute. Weißt du, was mich das gerade erinnert, für dieses Schloss hier? Ah, Yoshi! Richtig. Guck mal. Oh, das ist ein schönes. Und ein schönes Schwimmen. Stimmt, ja. Du kannst hier im Wasser schwimmen. Das ist unfair. Ging das für Yoshi? Oh, er tut mir aber leid. Ich kann nicht Wasserfälle hinaus. Oh, ich hab den Pilz gecheatet. Was? Ich kann keine Wasserfälle hinaus schwimmen. Ich will das auch können. Ich bin Chuck Norris. Ja, du hast Tetris durchgespielt. Verstehe ich nicht. Und du hast schon und bist unendlich gezählt. Schon zweimal. Bin ich jetzt ganz dolle toll toll? Darf ich mich jetzt toll fühlen? Siehst du diese Lichtschatten? Die gehen mit mir mit? Ja. Hey, die Lichtschatten kenne ich. Das welche hast du gerade auch gesehen, oder? Ja. Sieht witzig aus. Oh yeah, Wand an. Yep. Welcher Typ hat die Lichtschatten aus Vampire's Dawn geklaut? Ich glaube, der ist Ghetto Thought. Bin mir nicht ganz sicher. Oh, ich krieg mal schon auf einen an. Oh, bop, bop, bop. Ich krieg die. Oh ja, ich hab die. Flagge. Oh ja, Blume, Blume, Blume. Oh ja, Fettblume, High Peace Blume. So, okay, weiter geht's. Die ist voll auf Drogen. Ich bin ja nicht auf Drogen. Du bist auf Drogen. Ich erzähle dir gleich mal was über Drogen. Also. Yeah. Achtung. Tamacha gibt uns lehrreiche Beiträge fürs Leben. Damit wir ja nicht dumm werden und bleiben und whatever. Fertig. Mist, ich hab vergessen, mein Mikro anzuschalten. Tamar. Ein Spacko manchmal. Aber bist ein toller Held in Secret of Mana, aber du bist trotzdem ein Spacko. Oh, da geht ihm das Herz auf, da macht er. Oh, yeah, yeah. Ich mach auch aha, wenn Markus auftaucht, obwohl er mal wieder tot ist. Neues Nachricht! Ihr Verlobter ist tot! Juhu! Also ihr zweiter Verlobter, nachdem ihr erster schon gestorben ist. Ja, Secret of Mana und so. Also jetzt nicht bitte nicht ernst nehmen, ja? Ja. Bitte. Ja, der erste Verlobte wurde von ihren Feinden umgebracht, den zweiten haben wir umgebracht. Und sie hat sich ganz, ganz doll gefreut. Ich hab ihn selber. Ich glaub, da war ich einmal glücklich, mich mit den Endgegner zu killen. Was ist denn da so leicht darunter? Ja. Das ist so deprimierend gewesen. Aber keine Angst, es ist sowieso nur noch ein Blecheimer gewesen. Das ist mir scheißegal. Der hatte wenigstens eine geile Karte. Ihr habt mit seinem Supermut. No, so, ah. Oh, schwarz. Oh, ey. Bald ist das Let's Play schon wieder vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat. Bevor es angefangen hat, bitte? Guck mal, ja. Bob am Koopas. Spikey, Bullet Bills. Oh mein Gott, so viele Gegner, die ich benennen kann. Spikey, Bullet Bills. Oh mein Gott, die roten Spikey sind doof. Spikey ist aus einem. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Aus was? Ein Land vor unserer Zeit ist Spikey. Ich habe alle Folgen davon auf DVD und Video. Warte mal, alle. Was? Wortwörtlich alle? Ja. Wortwörtlich alle? Ja. Auch die neuen? Ja. Bis zu welchem Teil? 13, glaube ich. Auch du meine Aua. Lass mich, ich liebe das. Ich mag's auch. Bis ab irgendeiner Folge, an denen es dann zu kitschig, wie es mal kindisch wurde. Bis zu ein paar Folgen halt sehr. Filmen geht's, aber dann wird's langsam zu viel. Nein, ich finde die gar nicht.
Ich finde Folge 12 total putzig. Um was geht's? Petri lernt. Also, Petri hat seine große Flugprüfung. Au. Ist eigentlich das Mädchen, was im zweiten oder dritten Teil aufgetaucht hat, ist eigentlich wieder aufgetaucht in irgendeiner Folge? Zweiter oder dritter Teil? Stimmt. Ah, stimmt, die ist in der Folge, vierten. Wo das Ei kam. Meinst du der vierte Teil mit der Blume da? Nein, ich weiß aber jetzt wieder, den habe ich schon gesehen, wo die wieder auftaucht. Ich glaube, das war im zweiten Teil, wo der Großvater. Das andere Langhalsmädchen, was im zweiten Teil auftaucht, wo Lilliputs Großvater krank das wird. Das ist im vierten, mein Lieber. Was? Oh, wir müssen schneiden. Bis gleich, Leute, unterhalten wir uns weiter. Ja. Bis gleich.